So, liebe Leute, der Willi ist zurück und ich versuche jetzt erstmal durchzuspielen und Sterne zu holen. Guck mal, diese ganzen Sachen, die habe ich in den anderen Welten alle gar nicht gefunden. Gefunden ist vielleicht ein bisschen übertrieben und viel gesagt, aber da habe ich gar nicht drauf geklickt. Und ich versuche erstmal alle Sterne zu ergattern, bevor ich hier diese teuren 100er und so weiter Welten aufmache. Und dann spiele ich die zum Schluss. Okay, dann mache ich jetzt erstmal weiter hier. Mal gucken, wo ich jetzt hinfahre. Ein Bonusstern. Das ist nicht schlecht. Das dritte Versteck der Feuerbrüder. Ich dachte, ich kann schießen. Kann ich nicht. Die haben sich gegenseitig, die Feuerbrüder. Oh. Der eine wirft eine Bombe oder was? Was ist das? Oh. Das wäre toll gewesen, wenn es daran gescheitert wäre, dass ich den Stern nicht treffe. Aber ich habe finally getroffen. So, lieber Feuerbruder. Ja, da guckst du. Wow, das heißt ja, ich habe... Wie viele Sterne habe ich denn fallen, liegen lassen? Für das andere brauche ich noch 80. Und für dieses 100. Ich habe jetzt 82. Meine Güte. Etliche Sterne habe ich liegen lassen. Das verspricht ja noch ein Spaß zu werden. Okay, was passiert denn hier? Oh. Ich bin nicht wirklich weit gekommen. Aber es geht wieder auf Geschwindigkeit, natürlich wie immer auf Geschwindigkeit. Ist das jetzt gut, dass ich hier oben... Oder verpasse ich alles? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Stern... einen Stempel. Hä? Aber was ich da unten also verpasst habe? Wie hätte ich das denn kriegen sollen? Der Boden ist Lava. Wann kommt das denn? Natürlich total ungeduldig wieder. Wie immer. Also es gibt zwei Wege. Was war das denn? Warum bin... Oh. Nein, ich dachte, ich hätte den letzten schon. Ich dachte, ich hätte ihn schon. Wer leidet eine Runde mit mir? Oh. Das war so... Das war sehr, sehr knapp. Wenn das eigentlich nicht schon... Ich brauche wieder Lebensnachschub. Oh, wird er wohl schneller? Es geht bergab. Oh, ich trottel. Hätte ich also auch machen können. Oh! Wow, ist ja wie in einem Vergnügungspark.
Eine Floßfahrt. Komme ich da oben hoch? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja keine Katze wieder. Oh. Oh. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Hier sind überall noch kleine Verstecke, die ich nicht, auch in den anderen Leveln, nicht benutzt habe. So. 800. Beeindruckend. Hm. 27.000, aber auch ein Stempel. Was ist das denn? Ist das einfach nur ein Helm? Und wo geht's hier hin? Ich mache erstmal den Helm, Mann. Aus dem Weg, Bully Prinz. Ja, und ich bin überhaupt nicht gerüstet dafür eigentlich. Ich weiß es nicht. Aha. Und was soll das? Keine Ahnung, wie ich... Ich muss den doch wahrscheinlich... Das ist witzig. Ach! Ah, jetzt verstehe ich erst. Ich glaube, ich muss da den erstmal da dran dölmern. Ach! Oder muss ich vielleicht nicht direkt gegen... Oh! Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Treffe nie. Jetzt habe ich den dreimal da durchgescheucht. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Yes, Sir. Das war aber witzig. Ist er selber zur Rohrpost geworden. Level beendet. Cool. Die haben ja echt geile Ideen, die von Super Mario. Ich muss mal gucken, welcher Typ das ist, der das erfunden hat. Ja, ich weiß, ich bin ein Banause. Aber nicht jeder ist so ein absoluter Crack. Weil ich kein absoluter Crack bin, mache ich auch erstmal eine klitzekleine Pause. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Über die Regenbogenbrücke? Bogen. Oder durch Marios Rohr. Bis später. Euer Willi. Bye bye. Ciao, ciao. Kann ich schon gucken, was da ist? Oh! Na, noch nicht so richtig, aber es geht auch nicht zur Weltnummer. Ich mach hier.
Oh, das mache ich natürlich noch. Das ist immer so. Man kann einfach nicht aufhören. Oh, es gibt einen Stempel. Boah, wie viele Stempel gibt es denn insgesamt? Muss ich mal zählen. Könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Das wäre auch super. Da muss ich nicht zählen. Nein, ich will auch wohl zählen oder nachlesen. Aber ich finde das immer cool, wenn man so miteinander ein bisschen chattet auch. So, ich gehe jetzt über die Brücke. Nein! Da wollte ich nicht hin. Nein, muss ich jetzt das normal machen? Das wollte ich nicht. Wie komme ich denn da raus? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Aha! Wenn er da dran ist. Ah! Ah, jetzt weiß ich, wie es schneller geht. Ich muss da einfach zweimal dran springen. Oh, ich bin hinterher. Oh no. Jetzt habe ich schon die gute Idee gehabt. Ah, aber, also, wenn man einmal dran springt, dann wird er von dem Rohr angesogen. Und dann muss man einfach nochmal dran kicken, dass er da richtig durchflutscht. Ja, ich lasse ihn wieder so liegen. Und mach das nächste. Und zwar nach der Pause. Entschuldigt bitte. Gut.